Was geht, Leute? Mein Name ist Aaron Fox und willkommen zur nächsten Folge von We Happy Few, Folge 43. Wir sind schon recht weit gekommen. Momentan sind wir im Labor von Dr. Verloc, der uns leider durch die Finger oder durch die Hand gerauscht ist und dem wir jetzt verfolgen werden. Nachdem wir ein bisschen Lebertran uns suchen und dann schauen wir weiter. Einiges haben wir noch vor uns, eine Map noch zu revealen und dann, ja, dann müssen wir Goodbye sagen zu We Happy Few, aber noch geht's los. Let's fucking do this. Ja, die Liebe, Leute, ihr wisst ja, manche lieben's, manche hassen's, verliebt sein. Ich persönlich hasse es, verliebt zu sein mittlerweile. Ja gut, Hass ist ein böses Wort, das ist falsch. Ich hasse verliebt sein nicht. Ich find's einfach nervig, ich find's störend zum Teil. Weil einfach, ich funktioniere nicht richtig, wenn ich verliebt bin. Ich bin mit den Gedanken ganz woanders. Bin bei der jeweiligen Person nicht ich selbst, sondern mega nervös, kann mich nicht konzentrieren. Und so geht es momentan mir seit ein paar Tagen bei einer Arbeitskollegin. Ja, ich weiß, never fuck the business. Aber erstmal die Erinnerung. Sally, okay. Ah, die waren schon richtig hart verknallt. Sally Boyle's gonna come live with us for a bit. Sally Boyle? Ich find verliebt sein toll. Because her mum poisoned the whole bloody rest of her family, Arthur. And because we've got a spare bed in the attic now till Percy comes back from Germany. She's your age, you know? She's an idiot. Well then, you two should get along beautifully. Klar, wenn man die richtige gefunden hat, ist verliebt sein echt wunderschön. Lieber Dr. Verloc, vielen, vielen Dank, dass du mir dein Labor gezeigt hast, als ich mit Mr. Adams dort war. Wie du dir vorstellen kannst, war es für ein Mädchen aus einer kleinen Chemikerladen sehr aufregend. Ich selbst will mich zur Chemikerin ausbilden lassen und habe schon so ziemlich alles gelernt, Mr. Adams mir beibringen kann. Könnte ich vielleicht irgendwann mal in deinem Labor vorbeischauen und ein paar Fragen? Gibt doch nichts Besseres. Über fortgeschrittene Chemiestellen? Es wäre mir eine echte Ehre, von einem derart innovativen Chemiker etwas lernen zu können. Hochachtungsvoll, Sally Boyle. Ja, natürlich gibt's nichts Schöneres, als verliebt zu sein. Ja. Aber nein. Verliebt sein ist... Ist das von... Sorry, dass ich das sag. Wahrscheinlich sage ich das nur, weil ich jetzt gerade momentan einfach so eine Hate-Phase hab. Ein bisschen Abstand gewinne von dem Ganzen. Verliebt sein ist unnötig. Weil man macht sich so viel Kopf, wenn es beidseits ist. Super geil, aber einseitige Verliebtheit, vor allem am Anfang diese Ungewissenheit, das macht mich kirre. Ich kann damit nicht arbeiten. Ich werfe mein ganzes System über den Haufen, wenn ich verliebt bin. Das ist richtig schlimm. Ja, so fühle ich mich, gefangen in mir selber. Und da ist diese eine Person. And thank you, Sally. Die ist ja schon eine Weile, schwirrt die um mich herum, aber irgendwie fing da diese Magic an, nachdem sich unsere Blicke länger getroffen haben und noch sogar ein Lächeln dabei ist. Aber auch da kommt halt die Verwirrtheit wieder. Ach so, naja, einseitig ist es furchtbar. Ja, einseitig weiß ich ja nicht, ich kann ja nicht ihre Gedanken lesen. Und das ist ja das Trickyhafte, wenn Blicke sich treffen und Augenkontakt gehalten wird. Und wenn es beiläufig bei der Arbeit ist und dabei ein Lächeln entsteht von ihrer Seite aus, wie werte ich das verdammt nochmal? Es könnte auch ein beiläufiges Lächeln sein, es könnte auch einfach nur so, hier, ich reichte etwas rüber, das muss null Bedeutung haben, aber ich mache mir da so einen Kopf. Ich hab dann die Hoffnung, könnte das ein Zeichen sein? Auch beim zweiten Mal, wenn dann wieder ein längerer Blickkontakt ist, ein Lächeln dann dabei ist. Ist da was dabei? Aber dann mache ich mir so einen Kopf. Und dann kommt die Enttäuschung. Ich hab jetzt schon keine Lust. Naja, dann ran da und rausfinden, bevor du da aufhörst.
Klar. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Ich kann jetzt spekulieren. Oder einfach sie fragen. Weil ich brauche ja nur eine Frage stellen. Eine simple Frage. Ob sie einen Freund hat. Wenn sie sagt ja, dann verpufft das alles und es ist, interessiert mich schon gar nicht mehr. Dann sage ich, okay, ciao. Dann ist es einfach, dann lasse ich's. Aber was, wenn sie nein sagt? Wie geht's dann weiter? Das ist ja die eine, das ist ja eigentlich... Ja, meine Reaktion ist ein bisschen komisch. Eigentlich sollte ich mich ja freuen, wenn sie nein sagt. Aber der Unterschied ist, jetzt kommt's ja noch, wir leben in zwei unterschiedlichen Welten. Ich glaube, die ist mir eine Liga zu hoch. Die ist eine fucking Sportlerin. Profisportlerin, kann man schon sagen. Also die macht das nicht so hobbymäßig. Die ist da wirklich groß dabei. Und ich als Nerd. Also ich komme mir vor wie so einem Hollywood-Film. Sie als Cheerleaderin und ich der Nerd. Das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Aber dann kommt halt wieder dieser Was-wäre-wenn-Gedanke. Was wäre, wenn es doch klappen könnte? Was, wenn da doch irgendwas dahinter steckt? Ich weiß nicht. Aber ich hoffe, du hältst es nicht für unangemessen, dass ein einfacher Forschungschemiker sich an dich wendet. Aber ehrlich gesagt mache ich mir große Sorgen bezüglich Dr. Haworth. Trotz des großen Erfolgs von Freude hat er damit begonnen, Ressourcen für die Phrenologie-Studien bereitzustellen. Eine lächerliche und diskreditierte Pseudowissenschaft aus dem 19. Jahrhundert. In der Tat spricht er über nichts anderes mehr, wenn er glaubt, dass niemand ihn hören kann. Wenn Frauen kein Interesse haben, wollen sie in der Regel keinen langen Blickkontakt halten. Eben, das ist ja das Merkwürdige. Also ich bin ja nicht blöd, ich kann ja schon Zeichen deuten, aber dann wird es so widersprüchlich. Ich will damit nicht nahelegen, dass er die Fabrik sabotiert. Die jüngsten Engpässe sind das Ergebnis von Versehen, die jedem hätten unterlaufen können. Aber ich weiß, dass du meine Besorgnis über unsere für Wellington Wells so wichtige Arbeit teilst und er hört weder auf mich noch auf sonst jemanden. Was sollen wir tun? Was soll ich tun? Ist halt die Frage. Weil dieser Blickkontakt, das war halt, und das ist halt mehrmals schon, das ist ja nicht irgendwie so einmal passiert, sondern wir haben jetzt mehrmals zusammen in einem OP geschafft. Mehrmals war dieses besondere Lächeln, obwohl es ja einfach nur, vielleicht ist sie auch einfach nur ein sehr fröhlicher Mensch und lächelt jeden an, das weiß ich ja nicht. Das muss ja nicht ich speziell sein. Aber ich hasse diese Magic Moments, ich mache mir da so viele Gedanken. An die neue Sekretärin. Ich hoffe, du hast mehr Erfolg in diesem Job als ich. Du solltest wissen, dass Dr. Verloc darauf besteht, alle Spuren einer bestimmten Frau aus dem Labor zu tilgen. Wenn du mich fragst, war diese Frau, deren Namen ich nicht genannt werden darf, der Kopf hinter dieser ganzen Operation. Seit sie weg ist, ist alles anders geworden. Dr. Verloc wird dich nach Informationen aus ihren Notizen fragen, aber du darfst ihm keine ihrer Notizen geben, sonst wirst du gefeuert, wie ich. Ich habe ihre Papiere im Lagerraum und im Computerraum, der war früher ihr Büro, versteckt. Du kannst also an sie ran, ohne dass er es merkt. Ich weiß, es ist kompliziert, aber du kriegst das schon hin. Viel Glück, Betty. PS, Dr. Verloc kriegt außerdem die Krise, wenn du seinen guten Scotch probierst. Also sehr gewarnt. Sei gewarnt. Obacht, auch gesagt. This doesn't look like where the pills go out. Ich weiß ja nicht. Possibly me. Ist das ihr Büro? Ja, scheinbar. Nee, sein Büro ist oben. Elektro, die Kurzschlussdinger. Eine Energiezelle, ganz praktisch. Ich meine, gut. Die scheint auf den ersten Moment wie so ein leises Mäuschen zu sein. Es ist auch so ein leichtes, heimliches Lächeln, das sie mir geschenkt hat. Aber da steckt ein Meer dahinter. Da ist... Ich gebe zu, ich habe ein bisschen gestalkt.
Aber sie hat es mir auch einfach gemacht. Mir ist ja ihr Name bewusst. Man kennt sich unter Mitarbeitern. Und natürlich, in der heutigen Social-Media-Zeit nutzt man halt den Namen. Boah, ich fühle mich so schlecht, wenn ich davon erzähle. Aber was ist schon dabei? Kann man doch mal gucken, vor allem wenn das Profil öffentlich ist. Ich meine, so würde es ja mir auch ergehen. Ich habe ja auch nichts dagegen, wenn man meinen Namen googelt. Wenn man meinen Namen kennt. Beziehungsweise meinen Namen bei Instagram eingibt. Da ist halt ungefiltert das Leben. Und ihr Leben war halt auch ungefiltert. Und daher weiß ich auch, dass sie halt Profisportlerin ist, neben dem Job. Wie gesagt, sehr erfolgreich. Und unter anderem habe ich halt auch gemerkt... Du kennst die Namen deiner Kollegen. Ja, die haben ein Namensschild. Meine ich. Außerdem muss ich dem Computer eingeben. Also von meiner Abteilung zumindestens. Welcher Anästhesist dabei ist, welche Schülerin dabei ist. Das wird ja alles protokolliert. Dementsprechend, wenn man halt des Öfteren den Namen jede Woche eingibt, jeden Tag eingibt, dann hat man die Namen halt irgendwann mal auswendig. Und ihr Nabel ist ihr Nabel. Vor allem ihr Nabel. Ihr Nabel ist ja, ihr Name ist jetzt nicht so schwierig. Was jetzt? Muss es jetzt hoch oder runter? Ja, aber ich komme mir halt schon wie ein Creep vor, gebe ich. Ja, es stimmt schon. Aber. Was blieb mir denn übrig? Weil ich habe sie noch nie ohne OP-Kleidung gesehen. Dementsprechend musste ich ja irgendwie Nachforschungen anstellen. Boah, das wird immer creepier, je mehr ich davon erzähle. Ja, nichtsdestotrotz habe ich dann halt auch in ihren Instagram-Feeds dann natürlich gesehen, dass sie gar nicht so ein stilles Mädchen ist, sondern ein sehr fröhliches, sehr lustiges Mädchen. Sehr verrücktes Mädchen. Deswegen war super interessant, so den Vergleich zu sehen. Im OP mega leise, mega ruhig. Ich meine, ich ja auch. Was man ins Internet stellt, muss man mitrechnen, dass es angesehen wird. Richtig, ja, vor allem wenn es öffentlich ist. Ich habe jetzt ja mein Instagram-Profil ja auch öffentlich gestellt, weil mittlerweile ist mir es egal. Ich habe es ja teilweise nur wegen meiner Ex-Freundin privat gestellt. Mittlerweile ist es mir egal. Sie kann über mein Leben erfahren. Das kann sie interessieren, das kann sie auch nicht interessieren. Mich interessiert es nämlich nicht, ob es sie interessiert. Von daher. Ich hake das ab. Beziehungsweise habe das mit ihr abgehakt. Teilweise habe ich es jetzt auch mit dem Kleinen abgehakt. Trenne mich jetzt endlich mal von den Spielsachen, die sie dagelassen hat, die sie ihm verwehrt hat. Die habe ich bis jetzt immer noch bei mir bunkern, weil ich einfach, keine Ahnung, ich schmeiße sowas nicht einfach in Müll. Ich bin jetzt, mich jetzt entschieden, die Sachen zu spenden. Dann hat wenigstens ein anderes Kind was davon. Aber es ist ein anderes Thema. Hier müssen wir hin. Wir, ey, wieder komplett durch die ganze Map laufen. Jedes Mal hin und her, hin und her, hin und her. Ja, und ich glaube, vielleicht, wenn die Möglichkeit bestehen würde, dass sie mich interessant findet, zu, keine Ahnung, dadurch, dass sie Sportlerin ist, hat sie wahrscheinlich einen ganz anderen Typ von Mann. Es wird die Wahrscheinlichkeit so bei 40% sein. Vielleicht 45%, je nach Sympathie, weil an dem einen Tag, also mittlerweile genieße ich in dieser Abteilung einen sehr, sehr hohen, guten Ruf, auch einen angenehmen Ruf. Die meisten kennen mich jetzt dort, ich bin auch nicht mehr so der Ruhige, nur natürlich morgens,
Am Anfang, die ersten Wochen, bin ich recht ruhig, weil ich mich da auf die Arbeit konzentrieren möchte, quasi wissen möchte, wie der Hase dort läuft, wo die ganzen Zeugs, Ausrüstungen sind, die ganzen Utensilien, wo die gelagert sind, was ich im Notfall mache, quasi das in meinem Kopf durchspiele. Weil ich ja quasi gefühlt keine Einarbeitungszeit habe, auch wenn die mir zusteht, muss ich damit rechnen, dass ich sofort 100% geben muss. Dementsprechend bin ich da mal ein bisschen so in mich gekehrt. Aber mittlerweile ist alles super easy, locker, habe auch viele Tätigkeiten mittlerweile machen können, die mir sonst als, glaube ich, normal Mitarbeiter verwehrt sind. Bezüglich mit der Leitung, ich kann mir viel leisten dort, ich habe einen anderen Stellenwert, weil ich sehr, 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 wie heißt es, motiviert bei der Arbeit bin und dass die Leute halt auch so langsam auch gemerkt haben. Dementsprechend auch dieses Lob an meinem Chef dann. Und auch bei den Ärzten bin ich da schon recht bekannt als eine Pflegekraft, mit der man schnell und präzise arbeiten kann. So wie das halt auch mein Ziel ist, eine gute Pflegekraft, ein guter Assistent zu sein, der präzise und gut arbeitet. Dementsprechend sind auch die Arbeitszeiten, also die Wechselzeiten von den OPs, von den Narkosen relativ gut bei mir. Heute haben wir durchgebaut. Es war aber nicht so ein Stress. Ich liebe Stress, positiven Stress, wenn man gut im Team arbeitet und einfach. Danke, Feuer oben, für dein Like. Schön, dass du vorbeischaust auf TikTok. Wo war ich? Rausgekommen, ey. Wenn man ein gutes Team ist und einfach ohne irgendwie was erklären zu müssen und einfach alles zackig geht und man sich sowieso sympathisch findet, Dann geht das halt alles ruckzucki und natürlich dann auch mit Spaß und viel Gelache und viel Witz. Und das ist halt bei vielen Kollegen, mit denen ich arbeite, dass ich mich sehr gut mit denen mittlerweile verstehe und zum Teil dann auch ein bisschen privat mit denen auch unternehme neben der Arbeit, wenn es die Zeit ermöglicht, so einmal im Monat. Und da war sie natürlich auch dabei. An so einem gewissen Tag, aber da habe ich sie noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe sie immer so mal ein bisschen wahrgenommen, aber eher negativ, weil sie mir bei einer Situation eher im Weg stand. Ich habe sie jetzt nicht dumm angemacht oder so, aber ich war dann so wieder im Arbeitstunnelblick, dass ich dann quasi sie nicht richtig wahrgenommen habe, sondern eher so, ach, muss er das jetzt sein und... Hey, what are you doing there? Wie darf ich da nicht rein? Was ist dein Problem? Ich muss da rein. Ich muss Lebertran abgeben. Ach so, hier lang. Roman, da kommt er wieder so ein... Verstecken. Ich hab nicht mit dir geredet, Claire. Warum knarzt er so? Oh oh. Riecht er mich? Nee. Ja, sie war halt auch da und hat dann halt auch ein bisschen... ein paar Witze habe ich losgelassen und... Ich glaube, da hat sie ein bisschen mitgelacht. Und dementsprechend, wie gesagt, wenn da ein bisschen Sympathie dann da ist, dann wahrscheinlich nur... bei solchen Momenten, dass sie gemerkt hat, so... Ist ganz witzig drauf. Der Asiat. So viel habe ich auch nicht mit ihr geredet. Aber Mann, müssen wir kurz Werbung schalten. Ja, und ich will die auch nicht skippen, die Werbung, weil ich ja nur begrenzt skippen kann. Wir machen kurze Werbung und dann sehen wir uns gleich. Bleibt dran. Ja, liebe TikToker, schön, dass ihr dabei seid. Lasst mir gerne ein Like da für den Algorithmus. Ansonsten folgt mir gerne auf Twitch. Da habt ihr ein besseres Erlebnis, größeren Bildschirm. Könnt die Funktion nutzen.
Hört mich jedes Mal. Schöner Freitag, genießen wir alle zusammen mit We Happy Few und der Community auf Twitch. Wir freuen uns ja alle, wenn es Freitag ist, den Stress hinter uns lassen, genüsslich nebenbei was trinken und irgendwie Schwachsinn reden. Schwachsinn reden kann ich ja ziemlich gut. Schwer fällt es mir nur während der Werbung ein bisschen zu reden. Aber das muss ich ja hinkriegen, so als Twitch-Streamer. Nebenbei ein bisschen quatschen. Meine angenehme Stimme ertönen lassen. Hey, ich finde schon, ihr habt eine angenehme Stimme. Gerade wenn sie so schön tief ist. Weiß nicht, wie es bei euch so rüberkommt. Aber durchaus ganz gut hörbar. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Gleich ist die Werbung durch. Dann setzen wir fort mit We Happy Few Folge 43. Sonntag wieder mit VRs. Eine kleine oder relativ gute VR-Session, denke ich mal, können wir durchstarten. Schön wieder ins Höschen machen bei Wrath, der Oblivion Afterlife. Vielleicht noch was anderes. Mal gucken, wenn wir den New Game-Balken voll haben. Suchen wir uns wieder was Schönes aus, um gemeinsam mitzufiebern, in VR oder nicht, oder im normalen Bildschirm. Werbung ist schon wieder rum, oder schon wieder weg. Werbung schon wieder weg. Weg, sehr gut. Ja, ist immer, also ich freue mich für euch, dass wenn die Werbung kürzer ist als geplant, ist eigentlich richtig gut. Ich habe echt gedacht, die machen strikter 2 Minuten 30 aufs Erbrechen durchziehen. Aber so ist natürlich, manchmal hat man Glück, vielleicht manchmal sind es dann auch nur 1 Minute oder 30 Sekunden. Hat mir jetzt auch mehrmals den Fall gehabt. Von daher, passt es schon. So, wir sind zurück. Hey! Salamander! If she's not here, I swear to God I'll kill her. Hi. Nein. Hallo. Du hast deine Maske abgezogen. Oh, you're a lifesaver. Hatte sie eine Maske auf? Sie hatte doch eine Maske, oder? Have you got my letter of transit then? Arthur, we're practically the only two people in this entire city not stoned out of our minds on joy. How are you holding up? What do you care? How are you going to get out? Why won't you just give me the fucking letter of transit? Oh, it's always what you want, always what you need, every little Sally whim. Bloody cod liver oil. Do you really think I'm that awful? What, just because you fucked my dad? While you were living in our house? In my mum's bed? I'm sorry. Look. What? I don't hate you. In the strangest way, you're completely innocent. You're practically the only one I know who is. What? There's a dresser there. Are you gonna be okay? I could take you with me. Really? We have to go now. The joy's gone bad. It's going crazy out there. I can't go right now. Why? Die steht auf Ältere. Oh God. Ganz einfach. It's not simple. It never is. We'll have to wait till dawn. No, that's crazy. I can't. Oh, you shouldn't have asked for that ridiculous cod liver oil. Look, there's something I haven't been entirely straight with you about. Nein, sag bloß. It's just self-preservation, Sally. No hard feelings. She really meant it. The kiss and all. Nein, nein, natürlich nicht. Ich spiele nur mit dir. Yes, I'll take you and they lived happily ever after. Ach komm, come on. Oh, the girl like that shipwrecks and the next day she's drinking. Aber sowas von. Under palm trees and you're some of the sharks. Mit so einem richtig alten. Ey, das ist so eine typische Frau halt. Nicht typisch. Sorry, nicht falsch verstehen. Habe ich es nicht gemeint. Sie ist keine typische Frau. Sie ist typisch die Sorte von Frau, meine ich, die es liebt, umworben zu werden. Sie braucht wahrscheinlich ständig jemanden, der sich um sie kümmert. Aber den Kink auf Ältere.
Shitstorm Ey, ich hab's gerade schon gedacht, das muss ich sofort retten. Aber sie steht halt auf Ältere und da kann Arthur nichts dafür. Das ist, Arthur ist ein gut Mensch und sie genießt natürlich die Anwesenheit von ihm. Aber Arthur kann ihr nicht das geben, wonach sie sich sehnt. Und das ist ein richtig, richtig ausgewachsener, mit Erfahrungen gesättigter Vollbart. Mit Falten im Gesicht und Geschichten vom keine Ahnung welchen Weltkrieg. Nicht so ein Jungspund wie Arthur ist. Können wir da noch rein? Müssen wir da rein? Ah, das Labor. Okay. Was haben wir denn hier? Emergency. Im Emergency-Fall ist nichts drin. Das ist das Schlimmste, was passieren kann im Notfall. Wenn du irgendwas brauchst und du machst einen Schrank auf und es ist einfach nichts drin. Denkst du dir so, fuck it. Dann halt ohne. Boah, richtig viel Loot. Jemand, der noch davon berichten kann, wie es war, auf Dinosaurier zu reiten. Ja, genau so. So einer. Das ist die Art von Mann. Fuck, ich bin viel zu schwer. Mal wieder. Dass ich das noch erleben kann. Eine ganze Zeit lang. Na okay. Wollte den Shitstorm gerade anfangen. Ja, ja, deswegen hatte ich... Ich hab doch dann immer Angst. Ich weiß doch, was dann abgeht, wenn ich das nicht gerade biege. Deswegen. Keine Sorge. Ich hab nicht alle Frauen gemeint. Sondern die Sorte von Frauen. Nicht mehr und nicht weniger. Und was schmeiße ich jetzt weg, wenn ich mehr tragen kann? Habe ich wieder von irgendwas zu viel? Was? Triple Activator? Man kann sie schließlich nicht mit bloßen Händen aktivieren, oder? Man kann damit Dinge herstellen oder sie verkaufen. Ach so. So ein Teil habe ich, okay. Schuhe. Und das macht irgendwie auch nichts. Ach nee, wir kamen auch nicht dazu. Wir waren ja auch gar nicht in irgendeiner Situation, wo wir das nutzen konnten. Okay, was schmeiße ich denn? Ah, ich Flaschen. Die ganzen Flaschen kommen jetzt erstmal weg. Kein Mensch braucht so viele Gummiähnchen. Für mich ich habe auch viel zu viele Batterien. Weg mit. Ich darf jetzt gefühlt eigentlich jetzt nichts mehr einsammeln. Ich habe von allem viel zu viel. Ja. Abgesehen davon, das Fräulein. Fräulein Sportlerin, nenne ich sie jetzt mal. Ein ganz anderes Leben führt als ich. Sehr erfolgreich in ihrem Sport ist. Und wahrscheinlich mehr Zeit mit Training. Hast du eigentlich was von Shy Guy gehört? Ungewöhnlich, dass er heute wieder nicht da ist. Jetzt, wo du es sagst, ja. Naja, gut, wie ist so... Es ist ja eigentlich... nicht untypisch, dass so junge Bubkerle, wie auch immer, einfach manchmal verschwinden ein bisschen, einfach andere Interessen haben. Hat er doch letztens erzählt, dass er Gitarre für sich gefunden hat, Gitarre spielen. Vielleicht hat er jetzt irgendwie eine Gitarre. Die VR hat er doch jetzt letztes Mal geschenkt bekommen. Vielleicht macht er jetzt mehr mit VR. Vielleicht hat er einen anderen Streamer gefunden, der ihm eine Stimme schenkt. Weiß man ja auch nicht. Wäre für mich jetzt nicht untypisch. Ich glaube, ich hatte ganz zu Beginn auch auf TikTok. Das war, Wolf, das war eigentlich auch eine Anfangszeit, wo wir uns kennengelernt haben. Da gab es doch auch einen anderen Fan. Quasi so ungefähr im Scheiß-Alter.
der auch dann plötzlich von heute auf morgen auch nicht mehr dabei war. Ja, so ist es halt mit den jungen Leuten. Irgendwann ist der Hype vorbei. Und vielleicht war das halt letztes Mal doch ein bisschen zu heftig für ihn. Keine Ahnung, hat ihn das jetzt irgendwie die Laune vermiest, dass ich eben den VIP-Status geklaut hatte für eine kurze Zeit. Ich weiß nicht. Aber vielleicht ist da auch nichts dabei. Vielleicht hat er einfach, wie gesagt, gerade andere Interessen. Lass sie bluten. Komm, dann machen wir das jetzt. Und was weiß ich. Das interessiert mich alles gar nicht mehr. Das da. So, dann haben wir Kampf schon mal voll Tarnung. Bringt ja jetzt keinen Boni, wenn ich die Dinger voll mache. So. Passierschein. Wir können jetzt endlich hier hoch. Ja, die Musik wird schon langsam traurig, denn das Ende naht. Ja, und abgesehen davon, dass Frau Sportlerin, wie gesagt, sehr aktiv ist in ihrem Sport und wahrscheinlich mehr Zeit im Training verbringt. Was ja an sich ja nicht schlimm ist. Ich habe meine Hobbys haben, sie hat ihre Hobbys. Oder allgemein würde ich sagen, finde ich es nicht schlimm, wenn die Ladies ihre eigenen Hobbys haben. Ich finde es eher schlimm, wenn die Ladies keine Hobbys haben und man sie dann quasi mitmotivieren muss, irgendwas zu unternehmen für sich selber. Und nicht unbedingt immer als Paar, sondern getrennt. Quasi so eine Me-Time. Finde ich wichtig, dass jeder um sich selber quasi, um seine eigene Me-Time sorgt. Ist es, wenn ich mit denen rede? Nee, immer noch keine Komplimente. Ja, wie gesagt, schön, wenn jeder sein eigenes Hobby hat. Aber es kommt noch dazu, sie reist sehr viel. Ist alles ersichtlich über Social Media. Was ja auch ganz gut ist, ich reise ja auch gerne. Aber da könnte ich wahrscheinlich auch gar nicht mithalten mit so vielen Urlauben und so viel Reisen. Und ich glaube, sie ist ein bisschen jung. Nicht zu jung, nicht so jung, dass es irgendwie verwerflich, illegal wäre. Natürlich nicht illegal, aber auch irgendwie verwerflich. Bin auch schon ein bisschen älter, da kann ich nicht einfach jedes junge Ding nehmen. Als wäre ich noch 20. Es wäre okay, aber man würde wahrscheinlich den Altersunterschied merken vom Verhalten her. Obwohl, was soll ich sagen? Ich zocke. Ich fühle mich manchmal mehr 23 als kommend 34. Von daher brauche ich gar nichts sagen. Wir haben doch jetzt alle Häuser besucht, oder? Der geht ja nicht mehr. Also alle Quests auch. Ja, passt schon. Ja. Also ideal natürlich wäre es, eine Partnerin zu finden, die ungefähr in meinem Alter ist. Sie muss nicht genau in meinem Alter sein, so ungefähr. So ein Abstand vielleicht von 5, 6 Jahren, 7 Jahren von mir aus. Wäre, glaube ich, ideal. Aber ich glaube, wichtig wäre mir gleiches Interesse, aber das ist auch richtig schwierig. Nee, gleiches Interesse nicht. Ich glaube, mir wäre es wichtig, dass sie meine Interessen akzeptiert. Sie muss jetzt nicht totaler Fan davon sein. Leichtes Interesse ist vollkommen okay. Weil ich mir wiederum vorstelle, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde und sie hätte jetzt ein Hobby, mit der ich überhaupt keine Ahnung, wie zum Beispiel der Sport. Interessiere mich jetzt nicht so wahnsinnig für den Sport, auch wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich
dann schon interessieren, wenn meine Partnerin Aktivsport machen würde, würde ich mich auch da aktiv da reinfuchsen, keine Frage. Und auch aktiv dabei sein. Warte, ich will mal was ausprobieren. Wir haben ja hier diese Pillen. Macht meine Pupillen winzig klein. Das nehmen wir mal. Können wir dann rein? Ah ja, okay. Ohne high zu sein. What the devil do you mean, coming up here dressed like that? Clear off before I call the rest of the lads. Ach so, mein Harnanzug. Auch da mache ich jetzt mittlerweile hat sich schon auch schon mein Insider, den ich unter Freunden halt immer sagt. Ich habe schon fast hätte ich meinen Nachnamen gesagt. Mein Nachname hört sich recht komisch an, aber passt halt gut zu dem Wort Tarnjacke. Und ich mache immer so Späße, blablabla, Tarnjacken-Business. Versteht man, glaube ich, nur, wenn man es komplett als kompletten Satz sagen würde. Aber mittlerweile hat auch das nicht nur im Freundeskreis, sondern auch während der Arbeit so Runde gemacht, wenn ich da so meine Späße mache. Ist ganz witzig mittlerweile. Ganz knapp meinen Namen gesagt, ey. Genauso mit dem Bubenhuhn habe ich auch da schon etablieren lassen. Übrigens, so einen anderen Insider, den ich beim letzten Geburtstag von der Freundin beim Mario Kart spielen fand ich eigentlich recht witzig. Den wollte ich jeden Stream auch mal etablieren, aber irgendwie habe ich es vergessen. Vielleicht denke ich irgendwann mal danach, wenn er mal kommt, diese Situation, dann werdet ihr was Neues erleben. Vielleicht werde ich da irgendwie... Ja, es wäre halt so geil, so kleine Insider hier reinzulegen, was ihr nur von mir kennt. Wie es halt so jeder Streamer so irgendwie hat. May I see your little train, please? An das Bubenhuhn denke ich irgendwie auch immer wieder. Geil. Welcome to the parade. Davon hatten wir es übrigens bei dem Geburtstag. A word to the efficient. Ganz kurz. Sufficient, sir. If you catch my drift. I would not count on this bridge remaining operational in the near future. Nudge, nudge, smirk, smirk. Say no more, say no more. Hat der kleine Jan, der mir ja hier diese, ja, sieht man schlecht, diese tollen Dinger da gemacht hat. Keine Ahnung, wie die sich nennen, die man dann so, glaubt, die mit heiß, irgendwann mit einem heißen Dingens macht man die zusammen, diese Perlendinger und weiß nicht, wie die heißen. Habe ich schon öfters gesehen und der hat die gefertigt für mich, so mein kleiner Fanboy. Und er hat dann auch an dem Geburtstag gesagt so, ja, du hast ja dann versucht zu erklären, wie das mit dem Bubenhuhn zustande kam und so. Und natürlich war halt auch der eine Freund dabei, der von dem ich ja die Geschichte hatte. Und dann meinte ich so, ja, ich habe es zumindest versucht, richtig zu erklären. Es war, also Lehrer ist schon mal richtig, aber eigentlich war es eine etwas andere Story, die ich jetzt auch gar nicht mehr, das ist halt das Problem. Ich könnte es auch jetzt schon wieder nicht richtig erklären. Aber das fand ich halt witzig, dass der Jan dann gemeint hat, ja, ich war dabei, als es versucht, das zu erklären und so. Züge. Ich mag Züge. I don't like trains, Arthur. Oh, er nicht. You're joking. You love trains. Do you remember when we went to Plymouth on that train? You didn't want to get off. That was in 1941. Yeah, it must have been. I don't want you to go to Germany. Ach komm, Deutschland ist doch schön. I want to go. I don't know where we're going. I don't know what they're going to do with us there. And who knows if we're ever really coming back. But I don't have much of a bloody choice, do I? You would talk to me when you're gone. Dad talks to you. Well, no, I suppose he doesn't really. Boah, das geht mir nicht aus dem Kopf, dass sie mit seinem Vater gepennt hat, ey. He's just really rubbish at showing it. Vor allem, in welchem Alter? Nochmal. Wann war denn das? War das... Weil jetzt lebt doch der Dad wahrscheinlich nicht mehr. Also jetzt in dem Alter kann es ja nicht sein, während sie mit dem General zusammen war. Das muss also in jungen Jahren gewesen sein. Wie alt waren die dann? 14, 15?
Gut, sie hatte da halt schon Dad-Issues. Aber verdammt nochmal, der Dad. Was ging in seinem Kopf vor? Ah, the parade. Just like I pictured it. Strange to be back. Das sieht schön aus. Mal was ganz Neues. Ulala. Holy moly, sieht das gut aus. I just need to get into the broadcast tower, so I can get into Appleholm Station and find the train tracks to the Britannia Bridge. Hasser Scheiß. Okay. Gut, hier machen wir einen Cliffhanger. Nee, komm. Scheiß auf Cliffhanger. Wir gucken uns die Stadt an. Richtig nett hier. Und natürlich viereckige Reifen. Ich meine, ist das nur Deko? Es kann nur Deko sein. Wie zum Teufel? Sollen die sich... Wer hat sich das da... Wer hat sich dabei was gedacht? Wie sollen das fahren? Wir wollen Cliff hängen. Nee, kein Cliffhanger. Wir machen jetzt hier die 5 Minuten, machen wir eine kleine Sightseeing-Tour. Was passiert, wenn ich drücke? Ja, dann geht halt Alarm los. Schon klar. Blumenvase mit 5 Steinen. Warum nehme ich das mit? Ich habe keine Ahnung. Oh, wird's gerade ein bisschen diesig? Oder kommt mir das nur so vor? Kommt mir nur so vor. Das ist Parade. Ja, die haben es echt schön hier. Nicht so das Xox da hinten. Sondern die haben wirklich schöne Gebäude, schöne Landschaften. Auch ein bisschen Natur da dabei. Gut, hatten die anderen ja auch. Aber das ist so richtig industriell. Meisterflicker. Hat man sich fast wieder versprungen. Fast was anderes gesagt. Erhöht die Chance auf doppelte Haltbarkeit gefertigter Gegenstände, bla bla bla. Ja, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Klar werde ich sie fragen, ob sie einen Freund hat. Einerseits wäre, ich weiß nicht, das ist echt komisch. Einerseits wäre ich sogar froh, wenn sie sagen würde, ja. Sie hat einen Freund. Ist jetzt in ihrem Profil jetzt nicht erkenntlich. Und wieder fühle ich mich... Ich habe auch fast was anderes gehört. Und wieder fühle ich mich wie ein... wie ein verdammter Freak. Sie zu stalken. Ja, aber gut, was heißt stalken? Ich nutze Informationen, die mir vor die Füße gelegt werden. Mehr nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie... Akten durchforsche oder irgendwie geheime Informationen heraussuche. Das ist ja fast gleich, als würde ich einen Freund fragen, finde mal heraus, keine Ahnung, dies und das. Ist man doch nicht automatisch ein Stalker, oder? Oder wie seht ihr das? Empfindet ihr, dass ich ein Stalker jetzt bin, weil ich quasi 30% über, ja nicht mal 30, zu 10% ihres Lebens Bescheid weiß, dass ich weiß, sie ist Profisportlerin, dass ich davon ausgehe, dass sie keinen Freund hat, weil es nicht ersichtlich ist von ihrem Instagram-Profil. Aber wie gesagt, ich wäre sogar, glaube ich, froh, wenn sie sagt, sie hätte einen Freund, weil dann könnte ich damit abhaken. Sind halt öffentliche Informationen, die sie mit der Welt teilt. Ja. Das ist kein Stalken. Oder wir sind alle Stalker. Was? Oder wir sind alle Stalker. Okay, gut, also. Ist allgemein. Zählt es als versteckt sein? Nein, zählt nicht als versteckt sein. Gut zu wissen, dass ich kein Stalker bin. Life Guy. Shit. Hi Life Guy. Hab zu spät gesehen, dass er geschrieben hat. Irgendwie kein Ton gekommen. Oder ich war hier zu fixiert auf die Situation. Life Guy, danke fürs Folgen, falls du doch noch drin bist.
Life Guy, das könnte doch wahrscheinlich Shy Guy sein. Boah, Dreck, ey. Wie komme ich jetzt hier aus dieser Situation wieder raus? Gleich mal gucken, ob meine eine TikTok-Applikation irgendwie offline ist, dass ich keinen Ton gehört habe, dass ich jemanden Chat reingeschrieben hat. Dafür habe ich das ja programmiert oder eingestellt, damit ich überhaupt irgendwas höre. Obwohl das ja in meinem Augenwinkel ist, merke ich das halt einfach null, wenn jemand schreibt. Und die 45 Minuten sind rum. Und ich habe hier immer noch nichts zum Verstecken. Was ist euer Problem? Ich habe doch gar nichts gemacht. Gut, ich laufe hier ohne Freude rum. Und hier ist nichts zum Verstecken. Oh, Dreck, ey. Okay, wir machen hier einen kurzen Cut. End new episode. End new episode. Ja, wir sind jetzt endlich in Parade. Die letzte Stadt von We Happy Few freigeschalten. Mehr gibt's da nicht. Und schon sind wir in Ärger verstrickt. Ich habe keine Ahnung, was Phase ist dort. Es sieht alles wunderschön aus. Aber auch Schönheit hat irgendwann mal ein Ende. Oder war das anders? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Dann setzen wir das Ganze noch fort und versuchen, aus diesem jetzigen Dilemma rauszukommen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Arnold Fox. Fox out. Fox out. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.